Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück. Wir müssen unsere eigene Bestzeit schlagen. Das wird schwierig, denn da war ich ziemlich gut. Aber wir werden es heute schaffen. Und ich habe mich im Internet nochmal schlau gemacht, weil ich dachte mir, das kann ja nicht sein, dass hier immer wieder dieselben Rennen aufploppen. Bestimmt. Man muss eigentlich nur die Hauptmissionen machen, die nicht so richtig ersichtlich sind, welche das genau sind. Das heißt, wir müssen langsam aber sicher die Dub-Rennen machen und dann diese einzelnen Herausforderungen wie fahre mit dem SUV und sowas. Das heißt, ich muss mein Motorrad abgeben. Das heißt, wir machen das hier auf diese Geldrennen. Kann man eigentlich scheißen, aber trotzdem machen sie natürlich Spaß. Deswegen machen wir das sehr gerne. Und ein wichtiger Tipp, den ich jetzt erst erfahren habe, man soll eigentlich hier diese Rennen am Anfang nicht so richtig gut fahren, da man am Anfang dann gleich so eine Superzeit rausfährt und die muss man dann irgendwann selber schlagen. Und da die Sternstunde meiner Fahrkünste ja eigentlich schon ein bisschen den Zenit erreicht hat, muss ich sozusagen meine eigenen Superkünste hier schlagen und das schaffen wir ja nicht. Komm jetzt hier, stopp. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das überhaupt noch schlagen kann. Das ist ja schon die weltweite Bestzeit, die ich hier gemacht habe, ne, die ich gesetzt habe. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist. Weil, schlage mal in einer Nebenmission den Weltmeister. Ja, wie denn, Leute? Der ist ja nicht ohne Grund Weltmeister. Der hat sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet. Und jetzt soll ich den hier innerhalb von wenigen Minuten besiegen? Der wollte mich verarschen. So, die Abkürzung habe ich schon mal nicht genommen. Schlecht. Aber das wird jetzt heute unsere Mission. Das ist unsere Mission, das Rennen hier schaffen. Was anderes wollen wir gar nicht. Aber wir waren halt echt langsam. Ne? Wir sind bei den letzten Versuchen hier kläglich gescheitert und meist auch über eine Sekunde langsamer gewesen. Es war jetzt nicht irgendwie so ein knappes Ding, wo du sagst, ja, versuch's noch zwei, drei Mal, dann hast du es. Nee, das war eher so, fuck. Wie zur Hölle? Bin mir auch nicht so sicher, ob man das wirklich hier machen muss, um das Spiel durchzuspielen. Man braucht es auf jeden Fall, um 100% des Spiels zu haben. Und 100% werde ich sowieso nicht schaffen, da man dafür eine gewisse Anzahl an Online-Rennen absolvieren muss, das ja heutzutage nicht mehr möglich ist, weil die Server down sind. Sprich, das geht gar nicht. Egal, ich werde natürlich jetzt verkacken. Das ist schon gar nicht mehr schaffbar, ne? Nee, hinten Autobahn, dann diese Riesenrunde da noch. Aber egal, wir fahren jetzt die Dub-Rennen. Wir müssen eigentlich mit 20 Sekunden, die noch übrig sind, auf der Uhr in diese Abzweigung da vorne reinfahren. Jetzt hier muss man noch gehen. Zack. Hab ich nicht. So, jetzt müssen wir da vorne rechts die Abzweigung. Ja, ja. Nee. Ah, 2 Sekunden werden es zu wenig sein. Hier muss oben die 20 noch stehen. Einfach geradeaus durch. 10. 9. 9. 3. 2. 1. Schade. Wollen wir es mal probieren? Ah, ich habe jetzt irgendwie Bock. Es war so knapp. Komm, wir machen nochmal. Wir probieren es heute einfach mal. Leute, tut mir leid, ich habe jetzt Lust, dieses Rennen zu schaffen. Vor allem, es war wieder eine Abkürzung, die ich nicht genommen habe. Ich habe zwar gesagt, die ist nicht so wichtig, aber die eine Sekunde hätte man vielleicht damit gekriegt, ne? So, am Anfang wollte ich das letzte Mal noch geben, sagen wir diesmal nee. Ich glaube, die eine Kurve, wo ich immer anecke, da wieder schön Speed drauf kriegen, das ist es. Da ist so eine lahme Beschleunigung. Mir gefällt die Karre eigentlich. Kriege ich gleich Driver-Hypes. Ich bremse auch zu viel, ich merke das. Mit der Karre darfst du nicht bremsen. So, die Abkürzung, ganz wichtig, die müssen wir nehmen. Ohne die wird's nix.
Also hier hast du definitiv eine Sekunde oder so kriegst du raus. Ne, viel mehr. Hier muss ich gar keinen Loss geben. Das geht. Da ist zwar eine Abkürzung, aber ich glaube, die kann ich nicht nehmen. Dann zählt der Checkpoint nicht. Ja, hier ist man schon langsam, ne? Ehe die Karre mal in Schwung kommt. Vielleicht doch wirklich NOS auf der Autobahn dann. Weil wir springen ja von der Autobahn so ein Stückchen runterwärts in diesen Tunnel da rein. Und in dem Tunnel verliere ich schon viel Geschwindigkeit. Das muss man sagen. So, hier irgendwie so durch. So, boah. Weiß man nicht, ob das so viel Zeit bringt. Ich glaube, das ist scheiße, ist hier, was ich mache. Ja, ganz voll vergessen, Alter. Mit 70 fahre ich hier raus. Nee, lange Kurve. Da ist eine schöne Abkürzung, aber der Weg da ist so vermatschmusigt. Da siehst du gar nichts bei der Grafik. Da sehe ich nicht. Bei den Geschwindigkeiten sehe ich da überhaupt nicht, wo es lang geht. Aber ich glaube, das ist es wirklich. Das ist der NOS am Ende. Den muss man sich aufheben. Hier mittendrin bringt das nichts. Da ich so viel lenke, da ist der Speed direkt wieder weg. Ja, Leute. Leute, was ist hier los? Da stehen aber auch jetzt extra viel, oder? Das fühlt sich erstmal sehr beschissen an, die Zeit. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist noch schlechter. Boing! Hey, komm her, jetzt Mama. Das ist mir zu lahm sonst. Es ist immer diese Stelle, wo du denkst, einmal abdroppen ist irgendwie mehr wert, als da eine halbe Stunde vorher zu bremsen. Die Karre ist eben wirklich ultimativ langsam, ne? Das muss man halt so sagen, wie es ist. Ah, hier. Warum ich da die Abkürzung nicht mitnehme? Ja, ich hab's noch nicht drin, Leute. Ich hab's einfach noch nicht drin. Das ist gar nichts, was ich hier mache. Hast aber auch immer das Pech, wenn hier der Verkehr scheiße ist. Da verlierst du einfach so viel Zeit. So, wir müssen schon längst da drin sein. Nee, Leute, ich habe auch keine Lust. Nee, echt gar keinen Bock, das jetzt hier noch zu machen. Ist mir jetzt viel zu anstrengend. Ich habe da einfach zu eine gute Zeit schon vorgelegt. Und die zu schlagen, das ist aber auch ein bisschen dumm von Spiel, dass du deine eigene Zeit irgendwann schlägst. Wie soll denn das gehen? Wenn du mal richtig gut gefahren bist und das irgendwann nochmal schlagen, finde ich kein gutes Spielprinzip. Lass mal weg, wir gehen jetzt in die Dub-Rennen, das ist nämlich geiler. So, zurück, weg. Schade, hätte ich gerne gemacht, aber... Oh nee, das ist mir zu anstrengend. Ich werde es nicht schaffen, ich werde es definitiv nicht schaffen. Da muss man sich richtig, richtig einfuchsen, auch in diese Karre. Und nee, also so eine lahme Scheißhauskarre willst du auch irgendwann nicht mehr haben. Du hast eben irgendwann einfach geschafft. Du hast es geschafft, bist froh und weg. So, Leon, Firebird. Wir haben einfach alles auf Maximum schon, ne? Camaro Konzept oder hier Fire Maxi Bird. Maxi Bird. Das sind eigentlich nur noch diese. Ne? Also ich habe das jetzt mal rausgefunden. Hier, die Dinger muss man nicht immer machen. Die kommen immer wieder. Das kommt anscheinend auch immer wieder. Und dann bleibt nichts anderes übrig als das hier, ne? Das sind eben die Dub-Rennen. Shit happens, Leute. Drei Dub-Rennen, ansonsten kommt nichts weiter, hat deine Unterboten. Siehst du, es kommt einfach immer nur dasselbe. Es kommen immer nur noch Turniere, es kommt, geht nur noch ums Geld und es geht nur noch darum, die eigene Zeit irgendwann zu schlagen. Ah, oh, Leute. Und ich finde, das hätte man einfach... wie die Polizei einfach automatisch in meine Richtung schon wieder fährt, so kommunizieren können von den Entwicklern auch. Hier, das ist Bonus, ey, hau rein, wenn du machen willst. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, aber für mich war das irgendwie so, gehört dazu, mach es. Irgendwann ist das halt weh, ich werde hier verfolgt, Alter. What the fuck, Alter, du hast mich gar nicht gesehen, du Lappenluschi. Oh, die Polizei ist so nervig. Mann. Da, ich will gegen den fahren. Ich habe überhaupt keinen Bock jetzt hier. Ja, ganz ehrlich, wenn die Polizei verfolgt, dann willst du da einfach noch sterben. Alleine mit denen zu labern, macht ja schon keinen Spaß. Respawn.
Okay, ich darf direkt rein. So, okay, Leute, einmal kurz gemeckert. Jetzt heißt es runterkommen. Okay. Die meisten Punkte in 3 Rennen. Okay, Leute, das ist jetzt wieder fucking schwer. Wir sind bestimmt schon 4-5 Mal angetreten. Ich habe jedes Mal so auf den Sack bekommen, dass ich das Spiel für Jahrzehnte weggelegt habe. Nee, für einen Tag. Fairfax and Sunset. Jetzt müssen wir es einfach schaffen. Wir müssen es einfach rocken. Hilft nichts. Klappe halten und durch. Er kürzt hier ab. Okay, geil. Oh, Mann, ey! Leck mich, du Arschkrampe! Sorry, Leute. Du brennst und willst die Kurve nehmen und es ist... Die Hütte ist zum Scheißen voll. Oh, Mann. Ah, Leute, ey, da könntest du aber auch. Das ist schon. Ich muss bei solchen Situationen runterkommen. Also, du hast einfach schon verloren. Du kannst dann schon respawnen, weil geht eh nicht mehr. Hast verloren. Meister Taxi-Arsch. Regiert die Straße, ist halt so. Meister Petz hat die Hauptschulabschlussklasse leider vergurkt und ist jetzt Taxifahrer geworden. Ja, shit happens. Und jetzt stänkert er hier den ganzen Tag. So, jetzt runterkommen. Der nimmt hier die Acht. Ey, fick dich! Das ist jetzt eine. Das wollen wir jetzt machen. Was anderes zählt nicht. Das wird ein Kampf. Das wird ein Kampf. Wir wollen den Kampf. Es soll schwer sein. Das wird jetzt die nächsten 5 Parts werden wir brauchen, sage ich. Also mindestens 2,5 Stunden werden wir jetzt an diesem Turnier hängen. Völlig logisch. Muss so sein. Steht auch im Internet, das sind die schwersten fucking Rennen. Dann soll es so sein. Das Lied ertrage ich nicht mehr. So, Abkürzung. Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Okay, lernen. Wir werden sowieso nochmal fahren müssen. Das kann ich schon sagen, wir werden sowieso nochmal fahren müssen. Aber dass ich wenigstens die Strecke schon mal intus habe. Es ist immer dieselbe Strecke. Das ist nichts, wo hier was Neues kommt. Keine Ahnung, wo es lang geht. Das ist halt auch wieder so was Geiles hier. Ne? So ein riesiger Sportplatz. Du siehst das Ziel nicht vor Augen. Sowas hasse ich ja. Wie Hüttenkäse, ey. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, eine halbe Stunde hier unten auf die Minimap glotzt. Und kriegst dann mit, oh ja, jetzt bin ich dann vorbeigefahren, vielen Dank. Aber runterkommen. Leute, das Spiel ist geil. Ich will jetzt nur gewinnen. Ich will jetzt einfach gewinnen. Ich will dieses Rennen endlich schaffen. Und da gehört auch ein bisschen Kritik dazu am Spiel. Hier bremsen. So, jetzt benutzt der Nossen hat gewonnen. Jawohl, klar. Okay. Völlig klar, okay. War aber mit Ansage. Hatte ja auch schon... Hä? Warum konnte ich jetzt Noss geben? Hat aber auch schon oft gesagt, dass ich mir einfach den Noss bis zum Schluss aufheben muss. Den einen Noss muss ich mir aufheben. Einen Noss muss man sich ja aufheben, definitiv. Keinen Noss am Anfang. Ich brauche... Eben, wo ich den einen Noss gezündet habe, das war richtig. Und den zweiten dann vorm Ziel, aus dieser Kurve heraus. Okay, jetzt fokussiert rangehen. Nicht nur meckern, sondern auch die gezügelte Wut benutzen, um zu gewinnen. Die gezügelte Wut in potenzielle und kinetische Energie umwandeln. Verstehe, was ich meine. So, hier, dies ist hier. Genau, perfekt. And never! Nein! Ich bin nirgends dran gekommen, Alter! Kollisionsabfrage ist aber auch hier from hell, oder? Es tut mir leid. Das, nein, Fresse. War aber einfach nicht dran.
Ist so. So, das hier geradeaus, jetzt voll rum und hier, Noss. Das ist wichtig. War ich aber niemals dran, Alter, ganz ehrlich. Ganz klar bin ich da dran vorbeigejokelt. Wenn die einfach die... Ja, da war ich dran. Da fährt aber auch Horst von Schlemmerwurst. Ja, kann ich schon vergessen. Könnt ihr natürlich mal weiterfahren, dass ich die ganzen Turniere auswendig kann. Dass ich schon mal weiß, was als nächstes kommt. Obwohl ich glaube, dass das zweite Rennen gar nicht so schwer war. Das zweite hatte ich dann gemacht. Aber das dritte war dann wieder kacke. Das erste ist schwer, aber das erste musst du gewinnen. Ey, du kannst nicht ins Turnier einsteigen. Okay, da leck mal alle zusammen mal die Stoßstange. Du kannst nicht ins Turnier einsteigen und hast das erste Rennen schon versiebt. Ich meine... Es ist so viel abhängig wie diese, wie der Kack-Gegenverkehr hier. Wie nennt man es eigentlich? Das ist ja nicht der Gegenverkehr, ist ja in meine Richtung. Und Verkehr ist es ja auch nicht. Wie nennt man es denn, Leute? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt nochmal sagen, wie der TT einfach überhaupt keine Auswirkung hat von dem Crash, ne? Einfach mal so, ne? Nix. Ist voll reingerammelt, hat den weggestoßen und der kann den Rage-Mob noch gar nicht haben. Jetzt kann er ihn frühestens haben. Also, naja, da wird hier schon beschissen nach Strichen fahren. Egal jetzt. So, hier geradeaus durch. Steht keiner an der Scheißhausampel, sehr gut. Jetzt hier auch geradeaus. Geradeaus durch, nächste rechts. Oh, lang, ich weiß es nicht. Die zweite links, ach Gott. Und jetzt Noss. Mann, das ist so nervig hier. Dass diese... Oh, boah, dass die Ziele so weit auseinander sind. Dass du nie weißt, wo du lang musst. Ja, das nächste Ziel muss man doch sehen. Ja, albern. Ja, scheiße, ey. Der hat doch grün. Du kannst fahren, du Penis. Komm, gib Stoff, Junge. Jetzt muss ich das nehmen, damit ich ihn hier im Zaum halte. Ja, ich kann jetzt schon nicht mehr gewinnen. Das ist eine, die eine Kurve kriege ich nicht. Ah, der hat grün. Er bleibt den ganzen Tag stehen. Was macht er mit seinem Leben? Dein Leben zieht an dir vorbei, wenn du ewig nur stehst. Bewegen. Das ist die Devise. Wer sich nicht bewegt, wird fett. Und Fettheit stirbt. So, jetzt Bremse. Rum. Feuer. So, ich wollte heute nicht meckern. Warum tue ich es? Weil es so schwer ist. Jetzt haben wir es endlich. Geht doch. War doch überhaupt nicht schwer. Runterkommen. Es war lediglich der erste Sieg. Ah, es geht um Punkte von dreien. Sehr gut. Die 7 Punkte am Anfang. Boah, jetzt noch einmal den ersten. Dann kann uns eigentlich gar nichts mehr aufhalten. Dann ist es vorbei. Dann haben wir's. Das mal, wir haben jetzt mal mehr Mopeds hier. Okay, Rundenrennen. Gut, erste Runde erstmal lernen. Jawohl, battle durch. So, wo fahren die lang? Die fahren da lang. Ist das clever? Weiß nicht. Fühlt sich nicht... Also wieder locker durchgekommen. Jawohl, danke. Falsch. Tschüss. Tschüssi. Ich könnte kotzen. Wird mir nicht suggeriert, wo ich lang muss. Und hier ist auch... Die Minimap ist einfach zu scheiße. Jetzt, ich wollte die Abkürzung nehmen. Alter, Leute, ich wollte die Abkürzung nehmen. Ich fahre auf diesen weißen Scheißhausstrich. Und du siehst es nicht, wo die Kack-Abkürzung ist. Du siehst es einfach nicht. Das ist so albern. Das ist so albern. Anstatt man dieses Turnier, dann sollte man das Turnier einfach schon 3000 Mal gefahren sein. Und dann könnte er mir die schweren Gegner geben. Aber nicht hier einfach solche Rennen machen. Und du weißt nicht, wo es lang geht. Die Runden sind einfach schwer. Es ist zu schwer. Du siehst nicht, wo es lang geht. Das ist wirklich das größte Manko an diesem scheiß Turnier. Deswegen ist es schwer, ich weiß. Aber du kannst es nicht vorher machen. Du kannst es nicht vorher machen. Du musst doch irgendwie, die Strecken müssen ja doch schon mal gezeigt worden sein. Woher willst du es sonst wissen?
Mann, Mann, Mann. Immer diese engen Kurven da und nirgendwo am Horizont siehst du halt diese Tore, wo es lang geht. Das ist so schwachsinnig. Woher soll man das wissen? Ja, jetzt haben wir uns ja alle eingeruft. Jetzt hat jeder seinen Platz eingenommen. Sehe am Horizont nichts. Sorry. Also, sorry, der war eben nicht da, oder? Der war eben nicht da. Der ist vor mir gespawnt, oder? Ich gucke, es war einfach nicht da. Ich werde da hinspulen. Ich werde da hinspulen, mal angucken. Ich schwöre euch, der war nicht da. Ganz, ganz schlimmes Rennen hier. Ganz, ganz schlimm. Boah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, Alter. Hat das Spiel wirklich keine, es hat keine Gummiband-KI, oder? Wartet doch gar keiner auf mich! Ja, aber okay, wir müssen es eh jetzt üben. Jetzt fahren wir mal hier lang. Mega Kacke. Mega Kacke. Ja, danke. Das ist das Beste. Wenn man aufsteigt und schon mit der Nase wieder irgendwo direkt vorm Betonklotz ist. Das ist der beste Respawn. Okay, können wir schon mal ein Turnier neu starten. Rennen zu Favoriten. Nein, bitte nicht. Okay, wir üben trotzdem noch. Wir üben noch. Hier, ja, das ist die Scheißhausstelle. Links. Und jetzt geradeaus. Ist doch gar nicht so schwer. Einfach geradeaus hoch. Ich meine, es ist ja noch nicht mal verloren, ne? Das entscheidet sich ja dann erst im dritten Rennen. Ich verstehe nicht, warum ich die Kackkurven hier nicht kriege. Die kriege ich sonst immer. Das ist vielleicht einfach jetzt die Wut. Die Wut im Mittelfinger, mit dem ich Gas gebe, der... Das spürt das Spiel und sagt nämlich, fick dich doch, du Assi. Wenn du mich so beschimpfst, dann kriegst du jetzt einfach mal... Ja, ja, du hast gewonnen. Ihr habt alle gewonnen, weil ich mega Kacke fahre. Brauche ich auch nicht schönreden. Das ist absolute Hüttenkäse, den ich hier hinlege. Oh, warum sie die Kante da noch hingemacht haben, oder? Die Kante da, versteht keine Socke. Dann machen sie vorher einen Zaun, wo der suggeriert wird, ey, der kannst du abkürzen. Bleib smooth dran. Und dann verbauen sie es dir gleich wieder. Da raff ich echt nicht. Also diese Rennen sind... Sie sind nur schwer, weil du echt nicht weißt, wo es lang geht, weil die Tore zu weit auseinander sind. Das ist wirklich das Schwierigste. Ständig dieses Runtergeglotze nach unten links, nach der Minimap, um zu gucken, wo es lang geht, ist halt echt einfach. Das macht's schwierig. Ah. Kann ja nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Nee, das ist eben du... Weiß auch nicht, was das ist. Turnier fortsetzen, ich bin Letzter. Wie geht denn das? Eben Erster, jetzt Letzter und jetzt bin ich komplett Letzter. Hammer. Okay. Zweite Strecke müssen wir uns merken. So, Dritte, das ist dann das Finale. Wir müssen es sowieso angucken. Ich meine, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich so lange trainiere, bis ich die anderen Rennen perfekt kann. Und dann beim letzten Rennen abpacke und krieg da halt 0 Punkte oder 1 Punkt als Letzter. Ja, der TT-Fahrer, der ist voll die Nervensäge. Ja, wirklich alles mit hier. Alter Latz. Ich habe ja schon gedacht, ich lege mich lang. Wo lang? Wo lang? Oh, gib mir doch ein Tor, Mann. Oh, du überholst und glotzt in die Botanik. Und nirgendwo leuchtet's am Horizont. Ja, er fährt da rechts irgendwo lang. Ja, vielen Dank. Oh, sowas hat... Ja, der fährt... Also ganz ehrlich, wenn der da lang gefahren ist, der hätte aber niemals das Tor da hinten mitgenommen. Niemals hast du das Tor mitgenommen. Das ist aber ein fetter Cheat gewesen. Ein fetter Glitch oder was auch immer. Du bist ein fetter nicht durchs Torfahrer. Boah, ich nehme den direkten Weg zum Ziel. Ja,
Durchs Tor müssen wir halt alle, ne? Du anscheinend nicht. Alter, richtig schwer das Rennen, richtig schwer. Komm jetzt hier. Ja, okay, ey, das ist richtig schwer. Krass. Aber der ist niemals durchs Tor gefahren. Naja, wenn man ein bisschen aufräumt. Alles klar! Und es hat mich so abgebremst, dass ich wieder lahmarschig bin. Wozu benutze ich den scheiß Rage-Mod? Schießt das Auto weg, es kommt dir entgegen und bremst dich genauso ab, als hätte sich langgelegt. Oh, es hat sich einer langgelegt da. Lass mich raten. Auswirkungen für ihn eher marginal. Was? Vaginal? Okay, kann ich auch abkürzen. Wow, wow. Wo lang? Mann! Ich hasse es! Ich hasse es! Oh, Leute, die... Oh, nein, es ist einfach die... Ja, es tut mir leid, ich musste jetzt einfach... Oh, so knapp auch, ne? Okay, gleich nochmal. Ich kann nicht mal, es liegt an mir, ganz klar, weil ich die Strecke nicht kenne. Ich kenne die Strecke nicht. Du bummst in die Kurve rein und smasht und sagst, yes, die Tasten. Und das wissen die Entwickler ganz genau. Die spielen mit deinen Erwartungen und dann direkt vorm Ziel, dann geben wir dir nochmal eine richtig wurstige Kurve, die du so nicht einsehen kannst und womit keiner rechnet. Ja Leute, das ist aber eben das Spiel. Scheiß die Wand an. Heutige Rennspiele sind einfach nur Schneckenscheiße gegen das hier. Das ist sowas von fuck schwer. Nicht einfach nur simpel auswendig lernen. Nee, du hast ja hier noch Horst und Rudi, die auch immer noch nebeneinander an der Ampel stehen. Boah, geil. Geil ist das. Ich bin am Leben. Ich fühle mich wieder richtig lebendig hier, wenn ich so aufs Maul kriege. Hammer! Hammer! Als letztes Mal in Need for Speed Underground hat man ja auch ein paar extrem schwere Rennen. Aber ich habe das Gefühl, das hier übersteigt wirklich alles. Das ist ja ultimativ schwer. Das ist ja sowas von geil. Ich muss mich nur darauf einlassen. Ich muss wieder die Freude am Battlen gewinnen. Also Leute, habt ihr noch irgendwelche extrem schweren Rennspiele? Raus damit. Raus damit. Ich fühle es. Ich hasse es. Oh, los. Oh, Mann. Das gibt es einfach nicht. Das war wieder diese Mikrosekunde, die du einfach auf die Minimap glotzt. Okay, zweiter. Ja, den kriegst du nicht mehr. Dann ist das Ziel, aber der hat immer noch NOS hier. Ja, shit happens, so ist es nun mal. Ein blaues fucking Auto. Können wir dieses Rennen nicht einfach auch mal am Tag spielen? Warum muss das immer in der Nacht sein, wo du diese dunkelblauen Autos in der dunkelblauen Umgebung immer scheiße siehst? Lester hat ersten Platz besiegt. Besiegt, keine Ahnung. Warum ich besiegt gesagt habe, ist mir auch scheißegal. Besiegt, er hat den ersten Platz besiegt. Mich. Und ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam. So. Boah, ich könnte mir manchmal so in den Arsch treten. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Fehler ist. Du guckst eben, musst auf die Minimap gucken. Du musst auf die Minimap gucken. Und wenn das eben einfach gerade die falsche Mikrosekunde ist, dann hast du eben einfach verloren. Ist so. So, warte mal. Da wollten wir hier lang fahren. Mhm. Ja, ja, ich bin schuld. Schon klar. Ja, der definitiv, wo der lang fährt, viel, viel besser. Da spart man viel Zeit an. Hier in den Bergen habe ich natürlich besser Kirschen essen. Oh, der Ficker, Alter. Hat er genau gerochen. Hat er nämlich angesetzt, dass er nicht die Abkürzung nimmt.
Und die wollte, da wollte ich ihn jetzt erwischen und dann fährt er doch kurz in die Abkürzung rein. Forget it, Alter. Den hast du schön mitgekriegt. Die volle Breitseite. So, hier Achtung, weit ausholen. Da ist nämlich Mr. SUV und die scharfkantige Kante. Der Nackenkanten-Johnny. Hier wird gebattelt, Leute. Das ist Battle Mod hoch 10. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Aber einmal bitte nutzen. So, jetzt einfach nur geradeaus durch. Ich habe keine Ahnung, wer da schon wieder so dicht an mir dran ist. Eine Abkürzung. Einfach nur geradeaus durch. Komm, was wolle. Jawohl. Alles klar. Könnte ich bitte wieder fahren? Dürfte ich auch wieder fahren? Und nicht mit 10 km/h? Ja, lecco fanto. Da wollte ich den zweiten Noss noch nachlegen. Ging nicht. So, warte mal. Jetzt. Da jetzt muss ich mir merken, rechts rum. Ne? Hier hat man gesagt, rechts rum. Und die nächste wieder links. Damit wir jetzt hier geradeaus hochbrettern können. Ah, wie kann man... Wie kann man denn noch so viel Pech haben, ey? Und doch wieder so viel Glück. So, Rage Mod, falls hier irgendwer in der Kurve kommt, kriegt er automatisch die Backpfeife der Hölle. So, zweimal Rage Mod haben wir noch. Ja, Leute, lasst mich mal ein bisschen ragen hier. Ihr wisst ganz genau, ist Spaß, ist alles Spaß. Naja, eigentlich... In der Situation, wo ich es raushaue, vielleicht nicht so spaßig gemeint, aber das Spiel fordert mich so dermaßen, diese Rennen hier. Ich habe die ganze Zeit drumherum gebettelt, dass ich sie nicht fahre, dass wir noch andere fahren, aber ey, wir haben jetzt einfach das Spiel durchgespielt, ist halt so. Wir haben den Maximallevel erreicht, wir fahren jetzt immer zu Turniere, die wir nicht mehr fahren müssen. Irgendwann muss man sich seiner Angst stellen und muss eben auch einfach das Ding mal fertig machen. Und das ist nun mal jetzt. Jetzt werden die Dub-Rennen gefahren. So, nehmen wir einmal Ragey mit. Da müssen wir jetzt einfach durch. So, hier einfach geradeaus durch. Zack. Im Notfall einfach Rage benutzen. Das Erstaunliche ist, wenn man guckt im Internet, was die Empfehlungen sind, alle schreiben, nimm den Agro-Mod mit. Alles andere ist witzlos. Nur Agro. Hilft dir vorne, hilft dir hinten. Das war ein wichtiger Sieg, Leute. 11 Punkte, sind wir mal logisch jetzt. 11 Punkte. 8. Wenn wir Letzter werden, haben wir 12. Wenn der Zweite Erster wird, hat er 15. Wäre schlecht. Der Dritte hat 10. Der hat auch 15. Das heißt, wir müssen mindestens Zweiter werden. Wenn wir Zweiter werden, haben wir gewonnen. Wenn wir Zweiter werden, haben wir gewonnen. Hundertprozentig. Egal, wie was die anderen haben. Let's go. Lass sie durch, danke. Okay, off to battle. Ersten hat es zersammelt, zweiten hat es zersammelt. Stay focused. So, Ragey ist aktiv. Oder aktivierbar. Peppa. Ja, dunkelblaues Auto, ne? Ist immer gefährlich. Okay, merken. Selbst wenn es jetzt in die Hose geht, kein Ding. Dann merken wir uns aber, wo es lang geht. Hier ist er irgendwo rein. Gedonnert. Da ist der rein. Rechts. Wir sind hier lang und da hinten ist das Ziel. Okay.
Ja, irgendwie kann man da auch, der ist hier rausgesprungen, ne, aus diesen, keine Ahnung, wo der lang gefahren ist. Jedenfalls, ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es irgendwann rausfinde, werde ich es nicht machen. So, er nimmt hier die Abkürzung. Aber machen wir mal das noch nicht. So, wir nehmen mal lieber Reggie. Denn er muss jetzt erstmal wieder... Alter, das war gut. Seine Abkürzung ist definitiv viel wert. Sorry, du stehst im Weg, du Lappen-Johnny. Oh Mann, Sicky, McFucky, Lakotzi. Komm, gib Stoffi. Oh Mann, nimm mal diese weißen Fick-Krempel. Lederlutschis. Oh, dritter Platz ist genau das, was ich nicht will. No. Okay, cool bleiben. Es gibt auch eine Konstellation, wo der dritte Platz reicht. Sie ist unwahrscheinlich, aber es geht. Wenn der letzte Erster wird, was so unwahrscheinlich ist. Jawohl, genau so will man es nicht. Und das ist Ziel. Ja, wir werden verloren haben, ne? Ja, klar. War Lecko Lecko Fanto Fuzzi. Lecko Lecko Fanto Fuzzi. War klar. Turnier verloren. Hab's gesagt. Es ist einfach. McFurz Arsch war wieder im Weg. Lester ist damit Erster. Ja, Leute. Nee, ich brauche eine Pause. Das war's für heute. Sorry, ich akklimatisiere mich kurz und dann geht's wieder zurück. Das werde ich heute definitiv packen. Und ihr werdet es das nächste Mal sehen. Danke fürs Zusehen. Ah! Oh.
Sack, ey. Du scheiß doch nicht. Du scheiß doch wenigstens nicht, ey. Wenn ich's jetzt drauf hab, wie sonst was. Du machst dir so eine Lappen-Johnny-Nummer, wo ich eine halbe Stunde noch in der Wurstfabrik rumgehe. Oh, Leute, ich konnte es natürlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Es ging nicht. Ich konnte nicht aufstehen und konnte das im Hinterkopf behalten, dass ich hier verloren habe. Ich habe jetzt so lange trainiert und ihr habt es gesehen. Alle drei Rennen hintereinander.
geschafft und wir haben das erste Dub-Rennen damit absolviert. Ja, so wird es natürlich sich jetzt weiterziehen. Ich würde sagen, 30 Minuten mache ich es mit ein bisschen Palaber und Geschimpfe, die anderen Rennen, so dass wir es trainieren. Dann mache ich aber wieder das Mikro weg und dann muss ich da wirklich ganz fokussiert dran gehen. Ansonsten schaffe ich die nicht. Also sozusagen ist es wirklich wie beim Dark Souls Boss, ne? Wie bei den Dark Souls Bossen, da habe ich das ja ähnlich gemacht. Aber jetzt ist definitiv Schluss. Für heute definitiv. Ich habe mir Urlaub verdient. Definitiv habe ich mir Urlaub verdient. So, komm, komm. Wir können uns aber mal das Auto anschauen, was wir jetzt freigeschaltet haben. Denn das ist ja was Besonderes. Zack. Oh Gott, Leute, ey, mir fällt so richtig eine Last vom Herzen. Alter, war das schwer. War das schwer. Exotic. Da, den müssen wir noch freischalten. Ist das er? Ne, ist er nicht. Wo ist denn die Dub Edition? Das ist eigentlich geiles. Hier, den müssen wir noch freischalten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wir haben jetzt eins der schwersten gemacht. Ne. Das ist noch freizuschalten. Das ist aber wahrscheinlich eins der einfacheren. Dann das hier. Und welchen haben wir jetzt freigeschaltet mit unserer Aktion? Den müssen wir noch. Keine Ahnung, wo ist denn der? Ich finde ihn gar nicht. Ich finde ihn nicht. Er ist weg. Ein Auto geschenkt bekommen und dann wurde es ja gleich wieder genommen. Wo ist denn der? Irgendeine Dub Edition. Nee. Nee. Na. Der. Der in der Dub Edition. Da. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Oh, war doch das einfachste Rennen von allen. Na, Prost, Mahlzeit. Na, das wird ein Spaß, Leute. Also, wir haben noch drei große Dub-Rennen für die letzten Autos, die wir freischalten müssen. Und die sind natürlich story-relevant. Und das wird richtig, richtig knüppelhart. Das heißt, ich muss ein bisschen Sport machen, mich erholen. Und dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Jetzt wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.